Der Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz ist dafür da, die rechtlichen Vorgaben, die sich aus den Bauordnungen, zum Beispiel Sonderbauordnungen oder den Musterbauordnungen ergeben, praktisch umzusetzen und damit dann die geforderten Schutzziele zu erreichen und sicherzustellen, dass das Gebäude brandschutztechnisch einwandfrei betrieben werden kann. Bevor es mit dem ersten Spatenstich losgeht, sorge ich im Grunde dafür, dass ein Brandschutzkonzept aufgestellt wird, das dann mit den Bauunterlagen für die Baugenehmigung mit eingereicht wird. Je nachdem, für was das Gebäude vorgesehen ist, gibt es verschiedenste Rechtsvorgaben. Es gibt zum Beispiel eine Industriebaurichtlinie. Es gibt in Hamburg bestimmte Vorgaben für Krankenhäuser. Es gibt Vorgaben für Hotels und andere Beherbergungsstätten. Und im Grunde geht es darum, dass das Brandschutzkonzept aus rechtlichen Gründen eben vorgelegt werden muss, um nachzuweisen, dass die Schutzziele der Musterbauordnung und der Landesbauordnung und bestimmter Sonderbauordnung eben eingehalten sind und dass die dann auch entsprechend umgesetzt sind und erfüllt sind. Zufrieden bin ich mit meiner Arbeit, wenn ein sicheres und genehmigungsfähiges Konzept entsteht und dem Entstehen eines Feuers bestmöglich vorgebeugt wird. Denn der beste Brand ist der, der gar nicht erst ausbricht.